Und an ihn, unseren Oberbürgermeister, Dieter Reiter. Scott. Weil das Baureferat hat es zwar organisiert, aber Sie sind halt doch der Chef des Ganzen, gell? Es hilft nichts. So als Oberbürgermeister muss man die letzte Unterschrift drunter setzen. Muss man nicht so betonen, aber auch von meiner Seite erstmal ganz herzlich willkommen an euch alle, an Sie alle, liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe Gäste. Ich erinnere mich an letztes Jahr, die ganz Harten waren letztes Jahr auch da, beim Tag der Daseinsvorsorge, bei gefühlten 55 Grad hier, noch im Sommer. Dann habe ich gesagt, das machen wir jetzt nie mehr im Sommer, sondern wir machen es künftig im Oktober. Und siehe da, es gibt auch im Oktober schöne Tage. Also insoweit war die Entscheidung, vom Hochsommer jetzt in den Spätherbst zu gehen, auf jeden Fall die richtige. Deswegen können wir heute alle, und das ist meine Bitte gleich zu Anfang, in aller Ruhe die Stände abgehen, denn was da präsentiert wird, was die Frau Hingerl ja zu Recht vorgestellt hat unter dem Thema Daseinsvorsorge, ist das, was jeder von uns jeden Tag im Grunde ganz selbstverständlich benutzt. Von Aufstehen in der Früh, wenn er einen Wasserhahn anmacht, über die Toilettenspülung bis hin zum Kaffeekochen. Alles die Dinge, die wir ganz normal und selbstverständlich nehmen, wo wir aber sagen müssen, dazu bedarf es vieler Arbeit im Hintergrund. Und da meinen ganz herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die diesen Job, glaube ich, wirklich seit vielen, vielen Jahren hervorragend machen. Nicht alle haben 125 Jahre bei der Müllabfuhr durchgehalten. Aber jedenfalls ist das Unternehmen schon so alt. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich kriege viel Post, gerade von Gästen, die sagen, München ist unglaublich sauber. München ist einfach unglaublich schön. Jetzt kriege ich aber auch viel Post, zugegebenermaßen von Münchnern, die sagen, wow, München ist nicht mehr so sauber, wie es früher war. All diese Dinge gilt es im Baureferat und in unseren Betrieben zu regeln. Ich bin sehr froh, dass Sie heute zusammen mit uns diese Kolleginnen und Kollegen ein bisschen würdigen und auch das wahrnehmen, was dort wirklich geleistet wird. Zwei, drei Ausschnitte seien mir noch erlaubt, damit die Eva Grünbauer nicht ganz allein dasteht. Dann ich bin gerne eine Dekoration an Ihrer Seite, das passt schon. Das haben aber wir Blondinen so. Zwei Sätze muss ich loswerden. Zum einen nochmal, glaube ich, dass es schon ganz wichtig ist, dass wir die jetzt diskutierten und auch immer wieder angesprochenen Handelsabkommen zumindest kritisch begleiten, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich bin jemand, der durchaus mit Wirtschaft was zu tun hat und der versteht, dass es Handelsabkommen geben muss. Es gab übrigens schon immer Handelsabkommen. Der Unterschied zu TTIP insbesondere ist natürlich, dass ich jedenfalls nicht wirklich weiß, was da drin steht. Und solange ich nicht weiß, was da drin steht, bin ich grundsätzlich mal skeptisch. Denn es gibt nicht viele Städte in Europa, die das zu verteidigen haben, was München zu verteidigen hat, nämlich diese Daseinsvorsorge. Dass die Krankenhäuser, der Abfallwirtschaft, die Stadtentwässerung, die Straßenreinigung, die Wohnungen, dass die alle uns gehören, der Stadt München und damit Ihnen, meine Damen und Herren. Und das gilt es zu verteidigen und deswegen werde ich immer mit ganz großer Skepsis diesen Abschlüssen entgegensehen und wir werden alles tun, um sicherzustellen, und da bin ich im Stadtrat ja nicht der Einzige, sondern da gibt es ja eine Mehrheit dafür, sicherzustellen, dass diese Daseinsvorsorge jedenfalls durch diese beiden Freihandelsabkommen nicht tangiert werden darf. Darüber werden wir kämpfen. Und ein zweiter Punkt noch, liegt mir am Herzen, das Thema Wohnen. Ich habe Vertreterinnen und Vertreter unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaften gesehen. Meine Damen und Herren, wir haben gut über 60.000 öffentlich geförderte Wohnungen. Das sind leider viel zu wenig. Viel zu wenig dafür, dass alle von Ihnen, die es brauchen, auch eine bezahlbare Wohnung bekommen können. Und deswegen ist mein fester Entschluss, auch in Zukunft, so viel es geht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und wenn ich da in der vergangenen Woche andere Stimmen gelesen habe, bin ich schon einigermaßen überrascht. Wenn ich dann lese, dass wir nicht mehr alles tun müssen, um Wohnungen zu bauen, da muss ich sagen, da bin ich diametral anderer Meinung. Denn wenn nicht wir als Stadt bezahlbares Wohnen schaffen, unsere Investoren und die großen Unternehmen, die tun es definitiv nicht. Und deswegen werden wir auch weiterhin, solange jedenfalls ich in dieser Stadt was zu sagen habe, dafür sorgen, dass wir möglichst viel bezahlbare Wohnungen bauen, damit ihre Mieten nämlich nicht noch weiter steigen. Und das alles ist Daseinsvorsorge, meine Damen und Herren. Frau Hingerl hat es perfekt beschrieben, deswegen erspare ich mir jetzt die Tour de Raison über den Rest. Ich hoffe, dass Sie alle heute noch Zeit mitbringen, hier zu bleiben, das schöne Wetter zu genießen, aber auch die Stände, die überall hier sind, zu besuchen und mal nachzufragen, was Sie interessiert. Die Kolleginnen und Kollegen jedenfalls freuen sich sehr über jede Frage. Herzlichen Dank.
Ja, jede Frage. Herr Reiter, eine Frage habe ich schon noch, weil es gibt einige Leute, die vielleicht gar nicht so ganz verstehen, was es bedeuten würde, wenn diese ganzen Abkommen tatsächlich irgendeine Wirkung zeigen. Was würde bedeuten, wenn jetzt zum Beispiel die Stadt München das nicht mehr selbst in der Hand hätte, den Strom oder zum Beispiel das Abwasser? Was könnte da passieren? Also ich versuche es an zwei Beispielen festzumachen, die die meisten von Ihnen wahrscheinlich kennen werden. Wir haben, glaube ich, letztes und vorletztes Jahr sehr intensiv über das Thema Wasser diskutiert. Und die Münchner lieben ihr Wasser, zugegeben auch mit Hopfen und Malz, aber im Regelfall auch als normales Wasser. Und wenn wir wollen, dass wir selber künftig über unsere Wasserqualität entscheiden, dann dürfen wir dieses Wasser, die Wasserrechte und alles, was dazugehört, auf gar keinen Fall per Privatisierungsbeschluss privatisieren lassen. Wir wollen selber als Münchner bestimmen können, wo unser Wasser herkommt und wie sauber es ist. Das ist der erste Punkt. Und es gibt, wie gesagt, Sie haben Abwasser angesprochen, es gibt in praktisch jedem Bereich Krankenhäuser. Würden wir letztlich das Thema Krankenhäuser veräußern, dann könnten wir nicht mehr sicherstellen, dass es in München kommunale Krankenhäuser, also städtische, gibt, die zum Beispiel 24 Stunden offen sind für Notfallversorgung. Das machen nämlich nicht alle Krankenhäuser. Es gibt Krankenhäuser, die spezialisieren sich darauf, im Jahr 2000 Kniegelenke auszutauschen. Das rechnet sich sicher besser als unser Modell, ist aber nicht das, was die meisten Münchner so brauchen, wenn es ihnen mal nicht gut geht. Sondern wir brauchen einfach eine stabile Daseinsvorsorge in der Form, dass die Krankenhäuser für alle Münchner 24 Stunden geöffnet sind. Und das müssen wir als Kommune, und da haben Sie auch ein Recht drauf, meine Damen und Herren, sicherstellen. Deswegen tun wir es auch. Aber das will ich mir nicht von Dritten vorschreiben lassen. Abschließend noch die Frage, was tun Sie dafür, was können Sie dafür tun, dass es in Ihrer Hand bleibt? Naja, das Ganze ist, wie gesagt, ein politischer Prozess. Das heißt, man muss auch politisch sich immer, darum tue ich es hier auch, öffentlich äußern dazu, um die Entscheider, die dann letztlich ihren Namen darunter setzen müssen, auch wirklich klar zu machen, dass wir das sehr kritisch sehen. Als Oberbürgermeister übrigens nicht nur der Münchner, sondern durchaus alle anderen großen Oberbürgermeister großer Städte, die sehen das auch sehr kritisch. Und wir müssen die einfach dazu bringen, Transparenz herzustellen, uns zu sagen, was auf uns zukommt und vor allem darauf zu achten, dass die Forderungen der Städte und die Menschen leben halt nun mal in Städten, dass die Forderungen der Städte und ihrer Menschen nicht unter den Tisch fallen. Das ist das Wesentliche bei allen abstrakten Handelshemmnisabbauten. Also ich glaube, so wie Sie sehen, wie emotional unser Oberbürgermeister da drin steckt, können wir sagen, wir sind hier in guten Händen, er passt auf uns auf. Oberbürgermeister Dieter Reiter. Dankeschön. Schönen Tag noch. Schönes Wochenende. Vielen Dank.